Gut, ihr lieben Makerlein, ich habe heute für euch wieder was ganz Besonderes. Zumindest mal finde ich, dass es ganz cool ist. Und das ist eine Idee, die habe ich schon vor längerer Zeit auf Arduino Hub entsprechend gefunden. Die URL packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da ich noch einen Raspberry Pi rumliegen hatte, hatte ich mir gedacht, ich gucke mal, ob ich das Projekt auch mit einem Raspberry umsetzen kann. Und in der Tat, es gab einen Lösungsvorschlag, sogar mehrere von Adafruit. Die haben nämlich dann entsprechend einen schicken Aufsatz für den Raspberry Pi entwickelt. Den halte ich mal hier so in die Kamera rein und versuche mal zu fokussieren, dass ihr das auch seht. Genau. Das ist ein Adafruit Raspberry Pi Head, der im Prinzip nichts anderes tut, als das Pin-Layout vom Raspberry auf das Pin-Layout von der LED-Matrix zu mappen. Das Schicke dabei ist, dass man das Ganze mit einem 5-Volt-Adapter entsprechend anpowert und das Ganze auch in den Raspberry Pi weitergeleitet wird. Das heißt also, über diesen 5-Volt-Eingang hier vorne kann man auch den Raspberry Pi mit anschmeißen. Ich habe jetzt für die LED-Matrix nach Empfehlung von Adafruit entsprechend ein 5-Volt mit 10-Ampere-Netzteil bestellt. Das habe ich hier an der Seite liegen. Die haben das vorgerechnet. 32x32 wird ungefähr 3,5 Ampere brauchen. Und hier wären wir bei etwas über 7 Ampere, die man brauchen würde, plus noch den Strom, den man für den Raspberry Pi braucht, um den verlässlich zu betreiben, sind wir summa summarum bei ca. 10 Ampere. Also ich habe bis jetzt getestet und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, gerade mit dem Raspberry Pi 3B. Das ist auch gleichzeitig der letzte, der für dieses Projekt aktuell supported wird. Es gibt da ein Installationsskript, das genau bis zum Raspberry Pi 3 funktioniert. Man kann es auf dem 4er ausprobieren, das habe ich auch gemacht. Es läuft auch, aber die Anzeige ist dann halt sehr glitchy und nicht sehr schön. Genau. Geliefert wird dieses LED-Matrix-Panel mit einem Display-Kabel, so wie man es vom 3D-Drucker her kennt. Dann noch einem Stromkabel, was man benutzen kann, um zwei von der Sorte anzuschließen. Das heißt also, wenn ich jetzt noch ein zweites dran anklemmen würde, könnte ich das machen. Das LED-Panel hat auch auf der Rückseite, da ist die Kamera, hat auch auf der Rückseite einen Eingang. Jetzt muss ich gerade gucken. Hier ist der Eingang für das Display vom Raspberry und hier ist ein Ausgang entsprechend für das nächste Panel. Das heißt, man kann quasi noch ein zweites dran anschließen und von dem zweiten auf ein drittes und vom dritten auf ein viertes. Man muss halt nur irgendwann gucken, wie man es mit der Stromversorgung macht und auf irgendeinem gewissen Punkt unterstützt auch die Software von Adafruit das Ganze, glaube ich, nicht mehr. Genau. Damit ist das erstmal soweit vom Technischen her alles. Ich habe, wie ihr hier sehen könnt, noch was gedruckt. Das ist erstmal so ein Prototyp, der ist für den Raspberry Pi 4 ausgelegt. Funktioniert aber auch, wenn man das Teil verkehrt rum reinschraubt, gewissermaßen für den Raspberry Pi 3. Einziges Manko ist halt, dass die Anschlüsse hier vorne für das Netzwerk jetzt nicht mehr nach oben gerutscht sind, sondern weiter unten noch liegen. Und dass hier kein USB-C-Kabel mehr durchkommt zum Anschmeißen vom Raspberry, sondern das Stromkabel von dem Adafruit Head. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir das trotzdem mit dem Case erstmal so weit zusammengeschraubt bekommen und starten können. Zu Beginn noch etwas in eigener Sache. Wir haben mit dem letzten Video einen Wettbewerb gestartet, den ich euch jetzt hier auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar sind wir für unseren Shop auf der Suche nach einem kleinen Thing, mit dem wir quasi alle Filamente, die wir bei uns im Shop haben, in allen möglichen Farben und Formen entsprechend durchzudrucken. Das bedeutet, wir suchen einen Designer, der uns ein Sync entsprechend entwirft, ein kleines Maskottchen für den Shop, das dann wirklich im Shop in allen Farben, in allen Filamenten gedruckt wird und auch fotografiert und dargestellt wird. Das soll natürlich für euch auch nicht ganz uneigennützig bleiben, denn der Gewinner erhält neben der Erwähnung bei uns auf der Webseite im Impressum noch einen 100-Euro-Gutschein, mit dem er bei uns im Store alles kaufen kann, was wir dort anbieten. Das Zweite, was ich noch gerne euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass am 22. November, also es ist ein Freitag, die Form Next hier in Frankfurt wieder stattfindet. Und Martin Bishop aka Chris und ich haben uns kurz geschlossen, dass wir uns da treffen werden. Und wenn ihr Lust habt, da mitzugehen über die Messe, schreibt uns gerne eine Nachricht, dann machen wir aus, wo wir uns da treffen wollen.
Aktuell ist der Stand, dass wir uns vor der Messe treffen, aber die Uhrzeit steht noch nicht ganz fest. Genau. Nach dem Rundgang auf der Messe gibt es bei uns hier noch beim Mekorama noch einen Umtrunk. Das heißt, ihr könnt hier gerne vorbeikommen. Es ist so eine Art Stammtisch dann entsprechend. Wer 3D-Drucker mitbringen will, schreibt uns bitte in die Kommentare oder halt entsprechend per E-Mail an contact@mekorama.de, dass er seinen Drucker gerne mitbringen möchte. Das ist kein Thema. Wir müssen es nur halt ein bisschen abgleichen. Nicht, dass auf einmal 100 Leute mit dem Drucker vor der Tür stehen. Das wäre ein bisschen zu viel für uns, für unsere Lokalchen hier. Genau. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los und bauen das Teil einfach mal zusammen. Was man noch dazu sagen muss, der Head für den Raspberry Pi von Adafruit kommt nicht zusammengelötet. Das heißt also, ich halte es mal hier in die Kamera nochmal rein, der DisplayPort-Adapter, der Stromadapter und das Pin-Layout hier für den Raspberry muss angelötet werden. Das ist jetzt hier bei mir nicht so ganz schick geworden, weil ich jetzt nicht so wirklich firm im Löten bin. Dennoch war es relativ einfach. Das hat jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis ich komplett alles durch hatte und wusste, okay, ich habe nirgendwo einen Kürzen produziert. Von daher ist es relativ angenehm zu bauen. Genau. Zusammenbauen geht auch recht einfach. Man steckt das gute Stück quasi einfach auf den Raspberry drauf. Da kommen später noch Abstandshalter dazwischen. Dann schnappt man sich das Displaykabel, drückt das da rein und kann dann quasi damit beginnen. Na, so rum. Kann dann quasi damit beginnen, die Stromversorgung anzuklemmen. Ja, so richtig rum. Genau. Und im Prinzip können wir das jetzt schon direkt so, wie es ist, mit dem Display verbinden. So geht hier einmal der Strom dran, klack, und einmal das Displaykabel dran. Und im Prinzip wären wir jetzt schon so weit, dass wir das ganze Konstrukt einrichten können. Das bedeutet, ich habe auf der SD-Karte schon einen Raspberry vorbereitet. Auf der müssen wir uns dann eine Datei von Adafruit ziehen, von GitHub. Über die können wir das Ganze dann installieren und dann die ersten Beispieldateien ausführen. Genau. Ich würde sagen, ich richte den Computer soweit ein, stöpsel den Raspberry Pi an, dass wir da auch entsprechend dann Zugriff drauf haben und per SSH quasi die ganze Konfiguration vornehmen können, richten das Ganze ein und dann gibt es zum Abschluss nochmal im zusammengebauten Zustand noch ein paar abschließende Szenen, wie das ganze Ding im Demo-Modus läuft. Genau. Über gewisse Layouts für Uhren, Anzeige von Social Media Stats, oder auch das Mekorama-Logo oder sowas in Richtung, also JPEG-Grafiken oder GIF-Grafiken, werde ich gucken, wie ich das hinbekomme halt. Da wird es dann nochmal ein gesondertes Video drüber geben, denn da bin ich jetzt noch nicht so tief drin, dass ich das Ganze jetzt halt demonstrieren könnte, genau. Zum Beginn der Einrichtung müssen wir uns von Adafruit auf GitHub ein Shell-Skript herunterladen, mit dem wir die LED-Matrix-Library installieren können. Diese Library wurde von Hannah Zeller geschrieben und ist entsprechend öffentlich zugänglich. Adafruit hat es jetzt auf GitHub unter ihrem Account bereitgestellt und das Ganze kann man mit curl-o unter der folgenden URL herunterladen. Die URL packe ich euch, damit ihr den nicht abtippen müsst, unten in die Videobeschreibung rein, genau wie den Link zum Tutorial von Adafruit. Und dann könnt ihr euch das Ganze selbst anschauen und selbst einrichten. Genau. Das geht recht schnell, weil die Datei relativ klein ist. Und diese müssen wir dann anschließend nur mit sudo bash rgb matrix sh einfach ausführen. Und dann sehen wir, startet schon das Installationsskript. Zu Beginn sagen wir ja, wir möchten weiter fortführen. Und dann
bekommen wir hier schon die erste Auswahl, die uns fragt, ob wir jetzt das Bonet, den Bonet Adapter nutzen oder das Raspberry Pi Head. Und das, da wir das Raspberry Pi Head nutzen, aktivieren wir hier die Nummer 2. Sollen wir auch den Clock Support entsprechend installieren? Ja, bitte, das möchte ich gerne, denn wir wollen auch eventuell eine Uhr auf dem Matrix Panel entsprechend darstellen. Und dann werden wir noch gefragt, ob wir das Quality oder das Convenience Package installieren wollen. Da gibt es ein paar Unterschiede zwischen den zwei Paketen. Der wichtigste ist wohl, dass das Soundpaket deaktiviert wird im Quality Pack und halt mehr Hardware entsprechend benötigt wird als im Convenience Pack. Aber ich sage mir, auf den Sound kann ich bei den Projekten, die ich im Kopf habe, erstmal verzichten. Von daher sage ich hier 1. Bevor es zu Verwirrung führt, es ist keine finale und endgültige Konfiguration. Ihr könnt das Installationsskript beliebig oft durchführen. Das heißt also, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt das Convenience Package installieren und braucht die Sound Library unbedingt, könnt ihr das Ganze nochmal neu machen und dann ist das Ganze, wie ihr das gewollt habt. Genau, zum Schluss nochmal mit Ja bestätigen und dann geht quasi die Installation los. Die Installation dauert je nach Internetverbindung bis zu einer Viertelstunde schon mal gerne, weil das recht große Pakete sind. Und wenn das alles gelaufen ist, wenn das alles installiert ist, können wir die ersten Demo-Dateien ausprobieren. In dem Sinne sehen wir uns gleich wieder vor der Kamera und ich zeige euch, wie das Ganze final aufgebaut ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Matrix-Panel mittlerweile ins Gehäuse eingebaut, habe den Raspberry drin versteckt und habe mal das Demo-Skript gestartet. Da gibt es ein paar Parameter, die man befolgen muss. Das findet ihr aber alles in der Beschreibung entsprechend. Und wie man sieht, das sieht schon recht cool aus. Das Gehäuse ist erstmal noch ein Prototyp, den werde ich noch im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Den Link zu dem Thingiverse-Sync packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Final bleibt nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein weiteres Video mehr von uns verpassen wollt, klickt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video draußen ist. Macht bei unserem Wettbewerb mit. Vielleicht gewinnt ihr einen 100€ Gutschein für unseren Shop, das würde mich freuen. Und kommt zuvor am Next und schaut euch das Ding in Person an, wenn ihr hier seid. In diesem Sinne gibt es noch ein paar Nahaufnahmen. Happy Printing!